Willkommen zurück zu einer neuen sandigen Folge Desert Skies. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Sandläufer, die das letzte Video bewertet haben. Wir sind mal wieder unterwegs in diesem wunderbaren Spielchen. Es gab nämlich vor 2 Wochen ungefähr oder vielleicht sogar schon ein bisschen länger ein größeres Update. Neue NPCs, neue Locations, neue Sachen, die man bauen kann. Jetzt kann man auch richtig viel dekorieren und verändern. Wir können mal ganz kurz hier reinschauen. Ja, wir können jetzt zum Beispiel einen Tisch bauen oder keine Ahnung, müssen wir erst rausfinden. Dann haben wir hier eine Lampe, die wir bauen können, ein Regal, auch hier nochmal ein Regal und so weiter und so fort. Auch einen coolen Tisch, der aus Fässern gebaut ist. Also es gibt ein bisschen mehr Abwechslung, man kann ein bisschen mehr rumbasteln hier in Desert Skies. Aber was uns natürlich am allermeisten interessiert, ist natürlich die neue Location. Und wie wir da hinkommen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch leider noch nicht sagen, aber wir werden es gemeinsam rausfinden. Das werden wir tun. Wir sind extrem gut ausgerüstet. Wir haben jede Menge Kletterer-Du und Kletterer-Datsch. Und wow, hier ist nicht mal eine Schlange in der Nähe. Das bedeutet, wir können endlich mal wieder ein bisschen sprinten. Bei diesem kleinen Dörfchen, da waren wir ja schon, obwohl wahrscheinlich damals wäre das sogar eine richtige Stadt gewesen, im Wilden Westen. 5 Hütten, eine Kirche, alles dabei, ein Sheriff, ein Saloon, ein Barbier, das ist eine ausgereifte Stadt. Das ist kein Dörfchen. Auch allgemein erschreckend, wie spärlich damals die Städte hier waren. Nur das Nötigste. Wenn die 100 Einwohner hatten, waren die groß. Kann man dich mitnehmen? Gut, wir werden versuchen heute die neue Location zu finden. Aber natürlich, das ist random. Ich kann leider nichts versprechen. Ich würde sau gerne sagen, hey, ja klar, heute 100% die neue Location. Da gehen wir rein und räumen auf. Aber ihr wisst es ja selbst. Es kann ab und zu auch Stunden dauern. Und man hat wirklich überhaupt gar keinen Fortschritt. Und dann irgendwann, eines Morgens, wacht man auf und die neue Location, sie ist da. Direkt vor dir. Direkt vor deiner Nase. Du kannst sie einfach greifen. Einfach zupacken. In der neuen Location kannst du dich dann umsehen, dich darin wälzen, suhlen. Dein Körper verspürt auf einmal eine Erleichterung und Glück. Aber ich spiele hier und deswegen, nein, 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 nein. So viel Glück werden wir garantiert nicht haben. Das kann ich jetzt schon garantieren. Aber dafür gibt es guten Loot. Da ist einiges Nettes dabei. Vielleicht noch einen kleinen Papagei für meine Papageiensammlung. Hier gibt es doch irgendwo noch einen Wackelkopf. Aber die sind echt... da geht's hoch. Die sind echt gut versteckt. Es wird einem angezeigt, wenn man in ein Gebiet reinfliegt, ob da ein Wackelkopf ist oder nicht. Und hier wurde mir gesagt, ja, es gibt noch einen. Aber ich habe keine Ahnung, wo. Cool, hier oben hat irgendjemand eine Packung Nägel liegen lassen. Naja, Eisenwaren. Hey, die waren super wertvoll. Wow, ich kann fliegen. Ich kann wirklich fliegen. Aber keine Ahnung, wo der Wackelkopf ist. Ein Brett nehme ich noch mit, ein Seil und dann werden wir hier auch schon wieder uns verpieseln. Oh, den Brunnen, den müssen wir natürlich noch leer räumen. Mr. Wackelkopf, Sie haben jetzt die Gelegenheit, sich zu zeigen. Ich weiß auch nicht, welcher. Es gibt ja total viele mittlerweile. Super mega viele. So, ich nehme mal das ganze Wasser hier mit. Dankeschön. Ah, ich will nicht bauen, sondern ich will noch ein bisschen Fiber mitnehmen. Ist auch immer ganz wichtig, dass man davon so viel wie möglich hat. Für den Verband. Hm, wenn ich ein Wackelkopf wäre, wo wäre ich dann? Hier oben. Ich wäre hier oben. Neben den Dosen und dem Verband. Aber irgendwie nicht. Vielleicht bei der Lok. Vielleicht bei der Lok waren wir hier drin. Ah, Holz nehme ich eigentlich immer mit. Wir waren also nicht hier drin. Wahrscheinlich bin ich schon 10-mal an ihm vorbeigerannt. Aber hey, guck mal, das ist wie so eine Dose. Das kannst du ganz schnell übersehen. Ja, das kann ganz, ganz schnell passieren. Das kann den Besten passieren. Na gut, dir da draußen wahrscheinlich nicht, denn du bist
Du bist nicht einfach nur der Beste, du bist ein gottgleiches Wesen. Okay, hier waren wir aber drin. Eine Glocke. Nö, die will ich nicht. Aber, habe ich noch Platz im Inventar? Nein, obwohl, nein. Ich habe gedacht, ich könnte hier die Bretter irgendwie noch zusammenschustern, aber nein. Ja, ich habe keine Ahnung, wo dieser Wackelkopf ist. Er kann überall sein. Überall. Ja, selbst auf der Toilette. Gut, gehen wir. Verschwinden wir von hier. Ich bin voll. Ah, die Kirche. Na gut, die checken wir noch. So viel Zeit muss sein. Vielleicht finden wir so einen kleinen Prediger. Ich kann Klavier spielen. Toll. Toll. Aber Mr. Wackelkopf hätte ich lieber. Es gibt bestimmt einen Guide. Finde alle Wackelköpfe. Gibt es bestimmt irgendwas. So, mal ein bisschen stärken. Der Mann ist wieder bereit. Aber dass hier keine Schlange unterwegs ist. Normalerweise müsste hier eine sein. Ich muss unbedingt dieses Ding hier erweitern. Ich komme hoch. Gott. Let's go. Starten wir erstmal das Baby hier. Und dann... Bams. Das ist beinahe voll. Da geht nicht mehr wirklich viel rein. Wir schmelzen ein wenig. Und müssten eigentlich hier erweitern. Hier so... Keine Ahnung. Vielleicht hier. Drüben, hinten, vorne. Boden. Was nehmen wir dann? Wollen wir den hier nehmen oder den Bewachsenen? Aber der Bewachsene braucht man auch irgendwie so einen Fiber oder sowas, ne? Komme ich hier hin? Das kostet aber auch alles Schweine viel Geld. Guck mal, wie schnell hier der Fiber weggeht. So, das ist eine neue Fläche, die wir nutzen werden. Für Regale und was es eben alles Neues gibt. Und ich will auf jeden Fall hier so eine Lampe. Ich dachte, ich hätte mehr Eisen dabei. Aber ich habe Gold dabei. Wir brauchen auch Holz. Holz ist immer... sehr, 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 sehr wichtig. Holz ist wirklich sehr, sehr wichtig. So, mach mal hier Dose. Gib mir mal die Dose. Man sieht auch, wie schnell das Holz verbraten ist. Nein, 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 nein. Wir wollen in der Luft bleiben. Obwohl es hier Loot gibt. Naja, Loot nicht, aber Materialien. Es gibt Materialien. Und das war schon wieder. Ich glaube, ich baue mir mal so eine Lampe. Aus Neugier. Aber wo setzen wir die hin? Wo waren die Lampe? Hier. Bam! Oh, die leuchtet aber schön. Leider gibt es keinen Tag- und Nachtwechsel. Weil dann wäre das alles 10.000 Mal sinnvoller. Moment! Oh, es ruckelt. Warum hat das eben gerade so hart geruckelt? Ich will doch landen. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist zu spät. Da war Gold. Ich meine, Gold ist jetzt nicht mehr so wirklich super mega wichtig, aber trotzdem. Haben und nicht haben, ne? Wir hauen das mal hier rein. Habe ich nicht noch mehr Eisen? Ja, hier drüben habe ich auch noch. Den Eimer brauchen wir im Moment nicht. Den hauen wir auch mal hier rein. Oh, da kommt irgendwas. Aber ich glaube, das kennen wir bereits. Das kennen wir bereits. Guck mal, ich habe den hier. Den hier habe ich. Aber die anderen habe ich nicht. Auch hier ist ein Wobblehead. Aber ich bin nicht gut darin, die zu finden. Okay, wir fliegen mal ganz schnell durch. Schauen, was es hier so gibt. Und Schlange am Start, Schlange am Start. Wir sollten leise sein, aber ich habe irgendwie keinen Bock auf leise sein. Kann es sein, dass hier auch neue Gegenstände so rumstehen? Jetzt nicht zwangsläufig zum Mitnehmen, aber... Alkohol? Saufen? Saufen ist immer gut. Und den Rest nehmen wir mit. Oh mein Gott, das ist ja ein Massengrab.
Holy moly. Aber keiner hat eine Ahnung, wo der Wackelkopf ist, oder? Hey, du, Kumpel. Ja, du. Du, der da so gemütlich abhängt. Du hast nicht zufällig Mr. Wackelkopf gesehen? Ich hätte ihn ganz gerne, der... Nee, er hat ihn nicht. Nein, er hat ihn nicht. Denn der Mann ist ziemlich tot. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich würde ganz grob, einfach mal ganz mutig sagen, der Typ da drüben ist tot. Die Wackelköpfe sind doch viel zu gut versteckt. Jo, das brauchst du nicht mehr. Ich denke, du bist satt. Was ist das hier? Ist das ein Wackelkopf? Nö, das sind Dosen. Dosen zum Runterballern. Ja, komm. Ich habe mir noch ein bisschen Holz genommen. War das dein Holz? Ich hab's geklaut. Nochmal hier. Loser. Oh oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, das hat er gehört. Da hat er aber echt nochmal Gas gegeben. Und tschüss. Irgendwann werde ich mir irgendeinen Guide holen und dann... Weil ich habe voll keinen Nerv, alles abzusuchen nach dämlichen Wackelköpfen. Vielleicht baue ich in die Richtung auch noch. Oh, die kann man sogar aus- und anmachen. Oh, das ist ja fast unsichtbar. Oh, eine Lampe. Vielleicht baue ich so einen ganzen Rand. Wollten wir nicht eh alles hier mit Ranken haben? Ich meine ja. Weil hier sind ja auch ein bisschen. Aber dann haben wir erkannt, wie teuer es ist. Und haben gesagt, ah, besser doch nicht. Besser doch nicht. Okay, hier ist Eisen, hier ist Gold. Aber im Moment bin ich sehr gut bedient. Geht da noch was rein? Das Ding ist rein voll. Ich brauche ein neues. Hm. Nein. Wo waren das eigentlich nochmal hier? Ah. Das muss so hin. Bam. Gib mir das. Und flupp. Ich sammle Wasser. Solange wir es noch sammeln können, sammeln wir es. Okay, schauen wir mal. Wir haben super viel Essen. Uns geht es eigentlich schon sehr gut, würde ich mal ganz frech behaupten. So. Ja, Holz ist immer gut. Holz ist immer gut. Wasser haben wir hier nochmal im Beutelchen. Wir haben Pilze. Okay, wir brauchen Fiber. Wir haben super viele Nägel, sehe ich gerade. Gold. Wo packen wir unser Gold hin? Noch eine leckere Dose. Und dann haben wir hier wieder ein bisschen aufgeräumt. Ich will die neue Location, aber ich weiß, bei meinem Glück werde ich stundenlang spielen müssen. Und nichts bekommen, gar nichts bekommen. Überhaupt gar nichts bekommen. Okay. Ich sehe nichts in der Ferne. Überhaupt nichts. Oh, es hat geruckelt. Das bedeutet, irgendwas kommt. Immer wenn es ruckelt, weißt du, die nächste Location ist nicht weit. Der nächste spannende Ort ist genau in deiner Nähe. Oh nein. Aber da gibt es auch wieder einen Wackelkopf und ich habe keine Ahnung, wo. Guck mal, das Coole ist, hier kann ich runterspringen. Und dann bin ich eine Etage tiefer. Ja, direkt eine Etage tiefer. So machen das die Profis. Hat mir mal ein Profi erzählt. Okay, landen wir noch ein Stückchen, noch ein kleines Stückchen. Und hier ist eine Schlange. Und hier gibt es einen Wobblehead. Wobblehead available. Und ich werde ihn garantiert nie finden. Okay, wir brauchen ja noch ein bisschen Fiber, deswegen direkt hier mal draufhauen. Ich will ihn nicht triggern. Ich will ihn aber auch nicht erschießen, weil irgendwie nervt es.
Du machst ihn kalt, der kommt wieder. Du machst ihn kalt, der kommt wieder. Okay, hier ist eine Dose. So. Was haben wir hier? Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Irgendwann werde ich ihn bestimmt ganz zufällig entdecken. Ich stolper einfach drüber. Aber ich will mich auch hier nicht allzu lange aufhalten. Einige haben mal geschrieben. Ich glaube, hier haben einige Leute mal geschrieben, er wäre im großen Zelt. Hab den hier noch nie gesehen. Oh, no! Jetzt ist der Penner hier. Alter, warum? Was habe ich dir getan? Klar, natürlich, ich habe ein, zwei Mal deine Mutter beleidigt, aber sonst, ey. Früher warst du mal cool, Bro. Okay, wir gehen weiter. Kein Bock. Ey, der ist schneller als du. Er ist schneller als du. Nein, 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 nein. Er wird mich nochmal treffen. Dieses Vieh ist sauschnell. Du bist nur schneller, wenn du sprintest. Wer kam auf diese Idee, Ausdauer einzuführen? Wer war das? Feuert ihn. Bitte. Danke. Habe ich eine Bandage? Habe ich nicht eine Bandage sogar gefunden? Jo. Und da ist er wieder frisch. Okay, ich hoffe, wir haben Glück und finden jetzt noch irgendwie die neue Location mit dem neuen Dude, damit ich sagen kann, hey, guck mal hier, die neue Location mit dem neuen Dude. Ich bin gerade am Überlegen, sollen wir weiterbauen? Noch haben wir Materialien dafür. Das kostet ja wirklich alles. Sau teuer, Leute. Wirklich sau teuer. Boah, ich habe so viele Dosen. Im Moment ernähre ich mich ja nur von diesen Kaktusfrüchten. Kann man da eigentlich auch direkt trinken? Ja, das geht. Guck mal, ich habe nur den hier. Diesen Mr. Wackelkopf, den habe ich. Alle anderen sind im Verborgenen. Ich brauche noch ein bisschen Materials. Ist hier... Oh, hier habe ich mal meine... Nein, ich habe nicht meine Ruhe. Ich dachte schon, ich hätte hier mal ein bisschen Ruhe. Könnt ihr mal ein bisschen was ernten, ohne dass mir so ein Vieh auf die Nerven geht. Wenn ich jetzt Pech habe... Doch, geht noch. Ich dachte schon, ich käme nicht mehr hoch. Und tschüss. Und weiter. Wie viel Holz haben wir? 32 und 12 Fiber. Das ist nichts gut. Wir brauchen mehr. Viel mehr. Viel, 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 viel mehr. Sowas wie Gold, Metall ist im Moment nicht so wichtig. Ich will die neue Location. Bitte, kleines bisschen Glück. Ich weiß noch beim letzten Mal mit diesem Einsiedler, die Location. Ja, da habe ich wirklich keine Ahnung. Aus Rocket? Es kommt. Es kommt. Da habe ich ohne Kack, ich habe dann eine Stunde oder so bin ich durch die Gegend geflogen. Einfach immer nur geflogen, 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 geflogen. Bis ich endlich dort war. Wisst ihr, was ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe? Die Oase. Die habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Was ist das da hinten? Ist das was Neues? Ist das die Oase? Ich glaube, das ist wirklich die Oase. Ich habe sie mir gewünscht. Ich bekomme sie, oder? Oder?
Nein. Sah die nicht ein bisschen anders aus? Doch, das ist sie. Es ist auf jeden Fall Wasser. Ein Zelt. Das wird sie sein. Auch hier gibt es einen Wobblehead. Wo soll denn der sein, Chef? Die ist jetzt wirklich sehr übersichtlich. Hier gibt es Gott sei Dank kein Vieh. Da kann man richtig schön farmen. Wahrscheinlich wurde sie deswegen so selten. Weil man sich halt denkt, ja, wenn man dauernd da vorbeifliegt, dann irgendwann ist es auch ein bisschen leichter Spiel. So. Okay. Kann ich hier was trinken? Kann ich Fische angeln? Ja. Geil. Nom, 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 nom. Gibst du mir das hier? Dankeschön. So, Meister. Ich raube dich aus. Aber eigentlich, was mich wirklich interessiert, ist Mr. Wackelkopf. Zum Geier soll der sein? Irgendwo in den Büschen? Kann man die Bäume hier... Alter, das geht. Ich zerstöre diese wunderschöne Oase. Weil ich Mr. Wackelkopf will. Du solltest kooperieren, alter Mann. Oder du wirst hier sterben. Früher als dir lieb ist. Ich fresse deine Fische. Ich trinke diese kleine Oase komplett leer. Nichts mehr wird übrig bleiben. So, jetzt bin ich aber wenigstens wieder hier ein bisschen ausgestattet. Oh mein Gott! Oh, es war ein Unfall! Ich muss die Leiche zerstückeln. Ich muss sie zerstückeln. Es darf keine Zeugen geben. Ist irgendjemand hier noch am Leben? Du da, Fisch! Ich muss alles töten. Die Fische haben was gesehen. Ich wollte das nicht. Ihr habt alle gesehen, es war ein Unfall. Mir ist die Axt ist ausgerutscht und... Tut mir leid. Es tut mir leid, okay? Oh, verdammt, ich habe ihn getötet. Oh Gott. Nein, 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 nein. Es tut mir so leid. Ich kann doch nichts dafür, oder? Ich meine, ihr habt's gesehen, da war irgend sowas. Da war Butter auf dem Boden. Ich hatte praktisch keine Wahl. Gott, wenn das irgendjemand mitbekommt. Ich meine, wir sind hier zwar ein fliegender Cowboy in... Keine Ahnung, wo genau. In irgendeiner Wüste, die endlos ist. In einer magischen Wüste, die endlos ist. Aber trotzdem, hier gibt es Gesetze, Regeln, die eingehalten werden müssen. Und ich habe diese Regeln gebrochen, indem ich jemanden ermordet habe. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Kann ich irgendwas hier schmelzen? Nein. Okay, noch ein letzter Versuch. Jetzt kommt es drauf an. Finden wir sie? Die verlorene Stadt. Oder eben nicht. Bin ich noch hier? Spannung pur. Oh, ich wäre beinahe durchgefallen. Moment, habe ich jetzt... Okay, Fiber. Ich dachte schon, ich hätte mein Holz alles reingedudelt. Und ich mache mir hier noch eine Lampe hin. So. Jetzt kommt es. Die neue Location. Ich weiß es. Ich fühle es. Ich kann es schmecken auf den Lippen. Komm schon. Komm schon, es ruckelt. Es ruckelt, Freunde.
Wir heizen Kohle rein. Es müsste irgendwas geben, damit man schneller ist. Kohle müsste irgendwie wie so ein Boost geben. Wusch. Nach vorne mit uns. Und. Ich kann gar nichts sehen. Ich sehe da hinten einen Hügel. Ich sehe ein Loch im Boden. Ist das der Geisterwald? Könnte der Geisterwald sein. Und? Das ist der verdammte indianische Geisterwald, wo es auch einen Wackelkopf gibt. Wie überall. Oh ja, wir haben den toten Geisterwald gefunden. The Dead Forest. Leute, die Folge ist vorbei. In der nächsten Folge auf jeden Fall die neue Location. Ihr habt die Lampen gesehen. Hey, Lampen. Bewerten, bis zum nächsten Mal und tschüss.